kommt er oder kommt er nicht? Kannst du das? Versuch das mal. Vielleicht nicht mit einer Dose auf einem nigelnagelneuen Parkettboden oder mit einem Glas auf einem harten Boden. Kommt er oder kommt er nicht? Ja, wer weiß es schon. Die Rede ist immer öfter in den Medien vom Blackout. Blackout, totaler Stromausfall. Für einige Tage, für einige Wochen. Wie würdest du damit umgehen? Und stell dir vor, alles, was du jetzt benutzt, alles, was du gebrauchst, funktioniert dann nicht mehr. Auch ein normales Lebensmittelgeschäft hätte dann Schwierigkeiten, die Türen aufzumachen, denn diese sind elektronisch. Oder auch die LKWs könnten nicht mehr fahren, weil die Tankstellen nicht mehr funktionieren. Es funktioniert dann einfach nichts mehr, für einige Tage oder vielleicht für einige Wochen. Und das Allerwichtigste, wenn so etwas passieren sollte, was ganz leicht sein kann, dann ist eines ganz entscheidend. Eine Freundin von mir ist nach Afrika auf Projektarbeit gegangen und sie hat mir erzählt, in dieser Region fällt einmal in der Woche für 2, 4 oder 6 Stunden einfach der Strom aus. Und kein Mensch weiß, wann der Strom ausfällt, wie lange er ausfällt. Und diese Menschen haben eine wunderbare Art, mit dieser Situation umzugehen. Und warum komme ich darauf? Stromausfall oder Blackout? In den Medien sieht man es immer öfter. Regierungen bereiten sich vor und warnen auch davor. Es könnte passieren. Denn in Deutschland werden in nächster Zukunft 3 Atomkraftwerke ausgeschalten. Und die Gasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland, die eigentlich fertig ist und jetzt wunderbar Gas liefern könnte, wird jetzt nicht in Aktion gesetzt. Ja, weil sich die Großmächte wieder mal nicht einig sind. Ja, whatever. Dann halt eben nicht. Und darum kann es sein, dass das ganze Stromnetz ja jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten kommt und nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Spannung im Feld. Im Feld, die Sternenkonstellationen sagen genau das Gleiche. Jetzt steigt die Spannung. Es kann sein, dass da und dort jetzt was durchbrennt. Und ein bisschen Vorrat schadet garantiert nicht. Ein bisschen Dosenfutter hält, ohne dass man es kühlt. Viele haben einen riesengroßen Gefrierschrank. Ja, was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann machst du den 3, 4 Mal auf und dann werden die Sachen kaputt. Dosenfutter hält wunderbar. Einen Gaskocher, vielleicht einen Campingkocher, ist preislich sehr erschwinglich, kann man sich nach Hause tun. Kann man was kochen, kann man was aufwärmen, was zu trinken und ein paar Kerzen, dann bist du sicher schon gut ausgestattet. Und schau dir mal an, wie lange hast du diese Sachen oder für wie lange hättest du Essen, Trinken und auch Kerzen zu Hause. Und das Allerwichtigste, das können wir auch jetzt auf Vorrat holen. Was glaubst du, was das ist? Jetzt habe ich schon einige Jahrzehnte geübt. Ja, irgendwann klappt es dann auch. Nein, es geht schon schneller. Am schnellsten lernt man es im Sommer mit kleinen Melonen. Die werden dann auch sehr schnell kaputt, wenn sie auf den Boden fallen. Nein, Spaß beiseite. Mit Tennisbällen kann man es üben. Da geht es super, macht man auch nichts kaputt. Und dann kann man steigern. Irgendwann geht es mit 2 Dosen, mit 3 Dosen gleichzeitig. Das war ein Spaß. Das geht nicht mit 2 Dosen. Oder geht's doch? Ja, eine habe ich. Das Allerwichtigste, was du dir als Vorrat richten kannst, das kannst du jetzt, und zwar jetzt einsammeln. Das ist deine innere Ruhe. Deine innere Ruhe, so wie in Afrika, in dieser Region, wo der Strom immer wieder ausfällt. Da ist es so, wenn er ausfällt, dann fällt er halt aus. Dann bleiben die Menschen in ihrer Ruhe. Die sagen, okay, dann fällt er jetzt halt mal aus. Und jetzt in der aktuellen Situation kann man das wunderbar lernen. Wir haben alle eine Situation, die gefällt uns jetzt so nicht, diese ganze Krise. Und da könnten wir jetzt lernen, es ist jetzt halt so. Und ein Lebens- und Naturgesetz besagt ganz klar, alles was kommt, geht auch wieder. Auch diese Krise wird vorbeigehen. Das Entscheidende ist allerdings, wie wir jetzt damit umgehen. Wir können jetzt die Ruhe lernen, in der Ruhe zu bleiben. Und wenn dann zum Beispiel der Strom ausfällt, dann kannst du dich erinnern daran und sagen, jetzt ist es also.
Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, ich habe ein paar Kerzen, ich kann mir was zu essen kochen. Ich bin nicht angewiesen auf Strom, auf den Gefrierschrank, auf den Kühlschrank. Ich habe einfach was zu essen zu Hause. Und das funktioniert dann wunderbar. Du bleibst in deiner Ruhe, du bleibst in deiner Kraft und achte jetzt darauf, dass du dein ganzes System nicht vergiftest. Das machen jetzt so viele Menschen. Sie diskutieren endlos über diese Krise. Und weißt du, was dabei herauskommt? Schlechte Laune, Frustration und Unverständnis. Brauchst du das? Nein. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen jetzt Freude und Spaß am eigenen Leben. Du hast recht, da muss man den Fokus ein bisschen verschieben. Und genau darum geht es auf diesem Kanal. Schön, wenn du dabei bist. Abonniere gerne diesen Kanal und ich freue mich aufs nächste Video. Pfiati, Servus, mach's gut. Ja!